Hey, meine Freunde, was geht ab? Ich bin's mal wieder, eure freundliche Spinne aus dem Internet. Und zwar, meine lieben Freunde, heute, wie ihr sehen könnt, spielen wir GTA 5 online. Ja, Lester, halt die Klappe. Spielen wir heute GTA 5 online. Und zwar werden wir was ganz Besonderes machen. Ich habe schon markiert hier auf der Karte. Und zwar werden wir heute Pizzalieferanten. Ganz genau. YouTube läuft nicht mehr, nein, Spaß. Aber wir werden heute Pizzalieferanten. Ganz genau. Ich fahre erstmal dorthin. Da ist in online, wie ihr wisst ja, wie ihr schon wisst, ne? Deutsch geht mal wieder. Sprachen lernen, Bubble. Gibt es ja einen neuen Online-Modus, also RP-mäßig, wo wir Pizzalieferanten sein können. Ganz genau. Das ist mal was ganz Neues von Rockstar Games und ich werde es mal heute mit euch zocken. Mal schauen. Falls es euch gefällt, können wir weiterhin GTA zocken. Lasst ein Like und Abo da. Ihr wisst, wie es funktioniert. Sprachen lernen, Bubble. Alter, was war das? Luft holen ist immer wichtig. So. Da sind wir und das Einzige, was ihr machen muss, ist einfach dahin fahren. So. Oh. Hab's. So. Hier befindet es sich, für die Leute, die es nicht wissen, in Los Santos. Wenn wir auf der Karte gehen, befindet sich es sich neben diese Rennen und neben dem Simeon Garage. Genau neben Simeon Missionen. Dann kommt ihr hier hin und könnt hier als Pizzalieferant arbeiten. Das ist echt ganz cool, Rockstar Games. So, dann drückt ihr E auf PC natürlich, geht rein. Und ihr bekommt einen E-Scooter und liefert Pizza aus. Tada! Und unten Pizzadies. Liefere Pizzen an die Kunden. Okay, mach mal. Und unten rechts könnt ihr sehen, Temperatur, Trinkgeld, Pizzen ausgeliefert, Gesamtverdienst. Und wir fangen jetzt mal los. Ich fahre mal, wohin wollen wir? Lass mal direkt hier hin. So, die Pizzen werden kalt, Alter. Aber scheiß drauf. 5, 0 von 5 haben wir. Nice. Ja, die E-Scooter sind echt schnell, Alter. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe mich wieder eingeschalten, weil unten rechts kann man es ja sehen, dass die Temperatur sinkt. Das ist nice. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich da sein, aber das wird unmöglich. 2000 Jahre später. Ja, und wir sind fast da. Wo ist es? Da. Guten Tag, Mister. Einmal Pizza ausliefern für Sie. Ne Pepperoni. Bitte schön sehr. Sprachen lernen, Bubble. Trinkgeld? Na klar, 2000 Euro. Dollar. Uiuiuiui. So. Dann fahren wir mal hier hin. Ist gleich in der Nähe. Gleich daneben. Umdrehen. Jo. Oh nein, die Pizzen werden kalt. 2 Kilometer. Alter. Joa, die Pizzen werden kalt werden. Aber scheiß drauf. Sprachen lernen, Bubble. Trinkgeld unwichtig. Bisschen Abkürzung. Ja, so fährt man in Amerika als Pizzalieferant. Ganz normal. Und auf dem Bordstein. Boah, wo fahre ich denn hin? Es riecht nach verbrannt. Ich hoffe, es ist nicht von meiner Grafikkarte. Zum Glück haben wir keine Zeit. Gleich sind wir da. 1 von 5 ausgeliefert und über den Jump drüber. Jawohl. Ah. Da vorne ist es. So, aussteigen. Nein, da lang. Genau. Klopf, klopf. Einmal Ihre Pizza bitte. Danke, Trinkgeld. 4000, Alter, ich werde Pizzalieferant.
Jetzt gleich hier die zwei machen wir. Let's go. Ihr Pizzalieferant des Vertrauens ist unterwegs. Noch drei Stück müssen wir erledigen. 6,5 Stunden später. Wo ist es? Da. So, parken wir auf der Wiese wie gewöhnliche Bürger und gehen rein. So, guten Tag, Ma'am oder Dad. So, bitteschön, Trinkgeld, danke. Ui, beim Strand. Da oben oder was? Ah ja. So. Bitte sehr, Ihr Pizzalieferant des Vertrauens ist da. Boah, der hätte mich fast überfahren. So ein Kick. So, jetzt mit der rechts abbiegen. Ja, die Pizzen werden kalt, ich weiß, jetzt renn. Let's go. So, rein da. Guten Tag, hier eine Pizzalieferung bitte. Und wie viel kriegen wir? Wie viel Geld? 21k! Alter! Crazy, ich mach nur Pizzalieferer. So, da vorne ist es. Rein da. Da, let's go. Ja, ich will als Pizzalieferant arbeiten. Dankeschön. Und auf geht's. Liefere Pizzen an die Kunden. Ach was, was denkst du, mache ich hier? Döner ausliefern oder was? Es wäre auch nice, wenn Rockstar Games mal so Döner-Dings machen würde. Ihr wisst schon, was ich meine. Da vorne oder was? Ah, hallo Herr Gärtner, ich bin nur der Pizzalieferant. So, klopf, klopf, bitte sehr. Ihre Pizza, Madame oder keine Ahnung, divers. 2K haben wir schon gemacht, aus dem Weg. Ich sorge immer für eure Sicherheit, Leute. Und ihr seid sicher, wenn ihr abonniert. Ui, eine Luxusvilla. Oh, falsche Villa, Schuldige. Oder? Ah, richtige Villa. So parkt man ein. Auf der Treppe. Damit man schön gekündigt wird. Hallo, Ihre Pizza, bitteschön. Und geben Sie mir Trinkgeld. Danke sehr. Was? Nur so wenig? Der andere hat mir einen Taui gegeben oder so. Ja, Pech gehabt. Du musst schauen. Alter, wo bin ich hier? Bei dem Ghettos oder was? Ganz gefährlich. Ah, nee, ist das nicht die gleiche Stelle wie vorhin? So. Hallo, klopf, klopf. Bitte sehr. Geben Sie mir Trinkgeld. Dankeschön. Ja, Trinkgeld. Warum nicht? So. Angekommen aus dem Weg. Bin der Pizzalieferant ohne Pizzen. Klopf, klopf, bitte sehr. Geben Sie mir Trinkgeld. Hauen Sie ab. Dankeschön. Haben Sie keinen schönen Tag. Ja, der eine, der verreckt. So. Jawohl, knapp geschafft, Leute. Oh. Guten Tag, Ihre Pizza. So, bitteschön. Und wie viel kriegen wir? 21.000 K. Ja, nice. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's von mir und ja, eurem Pizzalieferanten. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Bis dahin, macht es gut, seid glücklich und so weiter und so fort. Au revoir. Eure freundliche Spinne aus dem Internet, Netzdienst weg.